Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute unseren Sunliner vorstellen in einem Fahrbericht. Ich möchte Ihnen zeigen, welche Stärken und Schwächen dieses Fahrzeug hat. Und ich denke mal, Sie werden begeistert sein. Das Erste, was beim Sunliner auffällt, sind die großzügigen Türen. Sie öffnen in einem fast 90 Grad Winkel und ermöglichen ein sehr bequemes Einsteigen. Der Sunliner ist durch seine kompakte Bauform sehr wendig. Das möchte ich Ihnen als Erstes mal vorführen. Als Nächstes wollen wir sehen, wie toll der Sunliner bremst. Dazu werde ich jetzt anfahren und dann eine Notbremsung auslösen. Wichtig beim Fahrzeug für die Stadt ist natürlich auch der Wendekreis. Dieses Fahrzeug hat einen Wendekreis von sagenhaften 3,40 Meter, ist damit total kompakt zu bedienen und sehr flink. Das möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Nun zur Innenausstattung des Sunliners. Da fällt als Erstes die große Raumweite an, die Breite. Wir haben hier richtig Platz drin. Das Fahrzeug ist ein zugelassener Zweisitzer, hat aber Platz für drei Personen. Auch drei Sicherheitsgurte sind hier verbaut. Toll ist hier auch die Übersichtlichkeit. Wir haben hier einen Voll-Digital-Tacho mit einer integrierten Rückfahrkamera. Wenn wir jetzt auf rückwärts stellen, geht hier die Rückfahrkamera an. Man hat also auch hinter sich alles sofort im Bilde und im Blick. Toll ist hier auch die Heizung. Es ist hier keine Heizung wie in einem Auto. Das darf man nicht miteinander vergleichen. Es ist alles elektrisch. Aber diese Heizung ist dafür da, die Scheibe zu enteisen. Und das schafft die ganz hervorragend. Und zwar einmal mit Heizung und dann auch als Kühlgebläse. Als Sonderausstattung wurde in diesem Fahrzeug eine Sitzschienenverlängerung eingebaut. Die Sitzschienenverlängerung ist dafür da, um auch großgewachsenen Personen eine optimale Beinfreiheit zu gewähren. Und zwar habe ich hier vorne einen Hebel, wie bei dem normalen Sunliner auch, nur der Verstellbereich ist viel größer. Ich kann also praktisch die gesamte Innenlänge nutzen. Selbst wenn eine Person 2,10 Meter groß ist, passt er hier hervorragend ins Fahrzeug rein. Als Nächstes möchte ich gerne die Steigfähigkeit des Fahrzeugs testen. Dazu sind wir hier auf die Abraumhalde Rheinpreußen gefahren und das möchte ich jetzt mal vorführen. Unsere Sunliner-Vorführung neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich hoffe, Sie haben gesehen, wie toll der Sunliner fährt, wie toll er bremst, welche kompakten Maße er hat und damit einen wirklich extrem kleinen Wendekreis, wie super er einparkt, wie komfortabel er ist und wie leicht er hier den Berg hochgefahren ist. Ich hoffe, ich habe Sie überzeugen können. Wenn Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie einfach unsere Internetseite www.fahrzeuge-scheelen.de.